Yo Leute, was geht? Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer weiteren Runde Greedland. Ich habe lange nicht mehr hier reingeschaut, aber ich muss zugeben, Greedland gehörte letztes Jahr zu meinen Top Port Survival Games. Und ich wollte mir jetzt einfach mal anschauen, was die Entwickler so angestellt haben in der langen Zeit, in der ich nicht mehr hier im Spiel war. Und euch ein bisschen mitnehmen, den Leuten, die das Spiel vielleicht noch nicht kennen, das zeigen. Es lohnt sich nämlich wirklich. Und alle, die ein bisschen sehen wollen, was sich getan hat, für die ist es natürlich auch perfekt. Und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt mal rein, schauen uns an, was sich so verändert hat. Es gibt leider noch keine Titan-Mechs, die sind immer noch nicht gekommen. Aber es gibt neue Waffen. Ich habe mir mal eben ganz flott schon mal einen Raketenwerfer gegönnt. Was es noch gibt, ist Equipment wurde hinzugefügt. Ich muss das mal eben suchen. Wir haben hier einmal den Electric Shuriken, der sieht schon mal ganz lustig aus. Der ist komplett neu. Dann haben wir den Devastator, den hatte ich auch vorher noch nicht. Den Floating Laser und das ist jetzt sehr interessant, denn der Floating Laser ist eine Fusionswaffe. Dafür brauchen wir den Vulkan und den Backwatcher. Und wenn wir die beide haben, kriegen wir den Floating Laser, also nochmal eine richtig gestörte Upgrade-Version. Genauso der Lightning Boomerang, der setzt sich zusammen aus Electric Shuriken und Plasma Disc. Und der Hellfire Beam, die sehen alle ziemlich geil aus und ich kann mir vorstellen, die werden richtig eskalieren. Denn wenn eine Sache, die dieses Spiel wirklich gut kann, ist es die Eskalation. Und deswegen finde ich es sehr, sehr geil. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Desert Map. Hier habe ich nämlich noch nicht alles freigespielt. Und gehen einfach mal hier in das Level 8 und werden das einfach jetzt auf die höchste Schwierigkeit stellen. Mehr Gegner mache ich mir auch noch rein, damit wir richtig schön böllern können. Der Rest, der interessiert mich jetzt nicht so. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein und schauen, ob das Spiel noch so geil ist wie früher. Ich denke schon. Let's go. Natürlich fängt es wieder relativ klassisch an. Wir ballern uns jetzt hier erstmal an Horden von Gegnern, die auf uns drauflaufen. Ich denke mal, das kennt jeder. Das ist absolut klassisches Horde-Survival-Gameplay. Also es könnte nicht klassischer sein, aber es gibt wieder viele Elemente, die sich natürlich ein bisschen von allem anderen abheben. Wir können zum Beispiel, was ich immer ganz nice finde, oh, eine Kugel mehr, let's go. Wir können ein bisschen rumdashen. Dieser gelbe Balken unter meinem Leben, der sorgt dafür, dass wir hier so einen kleinen Dash haben. Das ist natürlich auch ganz nice immer. Und ich habe auch noch aktive Fähigkeiten. Das heißt, ich kann zum Beispiel Q drücken und wir kriegen jetzt hier einen super Boost und greifen viel, viel schneller an. Und ihr seht auch schon, der Raketenwerfer böllert einfach alles weg. 15% auf allen Schaden. Let's go. Und dieses Spiel eskaliert wirklich extrem. Also es fängt noch relativ langsam an, aber ich sag mal so, wenn ihr auf Horde Survival steht, wo wirklich viele Gegner kommen, große Damage-Zahlen, dann seid ihr hier absolut richtig. Fette Explosion. Genau das macht dieses Spiel nämlich 100% richtig. Natürlich will ich mir die ganzen neuen Equipment-Teile mal ein bisschen ansehen. Das heißt, wir müssen uns darauf fokussieren, die auch zu bekommen jetzt. Wir haben nämlich jetzt in der Runde 20 Minuten Zeit, dann werden wir abgeholt. Es gibt hier auch einen Endlos-Modus, aber den habe ich noch nicht freigeschaltet für die höheren Stufen, weil den muss man erstmal freischalten. In diesem Spiel gibt es tatsächlich sehr viel zu grinden. Oh shit, da habe ich gerade Schaden genommen. Gibt es tatsächlich sehr viel zu grinden. Man kann hier wirklich extrem viel freischalten. Jo, wie gehe ich denn jetzt ab? 40% mehr Schaden. Holy shit, was geht jetzt ab? Also, wir sind gerade erst reingestartet und es eskaliert schon komplett hier. Diese lilanen Kristalle, die wir hier immer auf der Map haben, das ist übrigens Meta-Progression. Also, das ist jetzt nicht so ultra wichtig. Ich glaube, das hat uns auch geheilt. Dafür konnte man es natürlich ganz gut benutzen. Ich muss echt aufpassen. Die machen mir Hälfte Schaden, also Hälfte Leben als Schaden. Holy shit, war das Spiel schwierig. Ich glaube, ich habe es ein bisschen schwierig eingestellt. Wenn wir nämlich nachts reingehen, ist das der höchste Schwierigkeitsgrad, den es gibt. Aber wir kriegen eben auch mehr Goodies. Deswegen lohnt sich das auf jeden Fall, sich da durchzubeißen. Airdrop ist auch immer sehr, sehr geil. Wir nehmen jetzt mal die Plasma-Disc mit. Damit hier mal ein bisschen um uns herum rasiert wird. Und wir increasen einfach mal die Plasma-Disc. Weil ich nämlich die Plasma-Disc brauche und den neuen Shuriken. Ich habe auch noch nichts ausprobiert. Das hier ist wirklich meine allererste Runde jetzt mit dem neuen Update. Und wir nehmen hier extra Bullets mit. Auch wenn da der Shuriken war. Aber extra Bullets ist einfach zu geil. Und ich hole mir hier weiter die lilanen Kristalle. Was jetzt nämlich auch noch neu ist tatsächlich.
Man kann jetzt mit diesen lilanen Kristallen sich bei seiner Starting Basis sozusagen, bei diesem, ja, dieser Drohne oder mit was man da runtergekommen ist, kann man sich Upgrades kaufen tatsächlich. Das wurde neu hinzugefügt, den muss man halt nur finden. Da gibt es keinen Hinweis, wo der ist. Hier, genau, hier in der Mitte der Map findet ihr das Ding, Landing Pod. Und da könnt ihr euch dann für diese Meta-Progression-Ressourcen irgendwelches Zeug kaufen. Wir können sie einmal drehen und zum Beispiel können wir... Oh, wir können uns einfach ein Equipment kaufen. Wir können einen Airdrop rufen. Interessant. Wir können uns einfach so kleine Upgrades hier holen damit. Das ist natürlich ziemlich cool, wenn man diese Sachen nicht mehr braucht, kann man sich das einfach mitnehmen. Wir könnten jetzt eine Orbitalkanone mitnehmen, aber die will ich eigentlich gar nicht. XP Pickup Range zum Beispiel könnten wir uns kaufen. Das würden wir normalerweise aus dem Level Up bekommen. Das ist natürlich ziemlich nice. Health Recovery ist ganz cool, aber 30% mehr Skill Time ist auch sehr geil, weil wir mit diesem super Skill hier natürlich alles wegböllern. Also wirklich alles wegböllern mit diesem Raketenwerfer. Dieser Raketenwerfer ist komplett krank. Und wir kriegen 2 Plasma Discs mehr. Ich glaube, wir müssen jetzt diese beiden Waffen hier auf die höchste Stufe bekommen. Also ich glaube, das war Level 7 oder Level 8, irgendwie sowas. Und dann kriegen wir erst die Transformation zu dieser Superwaffe. Das heißt, das wird ein bisschen dauern. Das hier ist nur ein Elite-Gegner, der macht nicht besonders viel. Der gibt uns einfach Leben und XP dazu. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen Plasma-Disc-Action. Die ist echt geil gewesen, die Plasma-Disc. Die alleine war schon ziemlich geil. Ich bin echt gespannt, was passiert, wenn man beides aufwertet. So, der Schuriken, den machen wir auch hoch. Ich fokussiere mich jetzt einfach mal darauf, damit wir uns, wie gesagt, das neue Zeug anschauen können. Weil ich eben wissen will, was diese Fusion macht. Ich hoffe, es wird heftig. Aber wir haben eben auch 30% Gegner mehr. Das ist halt auch ordentlich. Und es gibt natürlich auch Bosse, die gleich kommen werden. Es werden immer mehr Bosse. So, ich würde sagen, die ersten 5 Minuten sind noch relativ entspannt in dem Game. Also wir sind gerade noch in den ersten 5 Minuten. Das ist wirklich noch vergleichsweise ruhig. Da muss man sich noch nicht so viel Stress machen. Aber wenn es dann so ab Minute 15 wird es da doch schon ein ganz anderes Level. Und wenn dann auch erstmal schwierigere Gegner kommen, weil nämlich auch in dem Level die Gegner selber sich nochmal verändern, dann kommen einfach so ekelhaftere Gegner, die viel, viel mehr aushalten. Dann wird es langsam unangenehm. Machen wir mal meine Fähigkeit an, dass wir hier richtig schön durchböllern. Der Raketenwerfer gefällt mir ziemlich gut. Der ist echt nice. Ich finde es schade, dass es noch nicht die Titan-Max gibt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das Spiel inzwischen draußen ist. Ein halbes Jahr oder so wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wann ich das gezockt habe, das letzte Mal. Aber ist jetzt auch noch nicht so ultra lange draußen. Vielleicht ein bisschen länger als ein halbes Jahr. Aber ich habe es damals echt geliebt. Also ich habe das in einigen Livestreams gespielt und wir haben es auch echt sehr, sehr viel gespielt. Ich glaube, ich habe über 20 Stunden in dem Game. Und noch nicht ansatzweise alles freigeschaltet übrigens. Also das ist perfekt für euch, wenn ihr den Grind mögt. Dann ist dieses Game hier einfach perfekt. Flight Distance für die Shootings. Ist mir eigentlich komplett egal, was wir bekommen. Wir nehmen alles mit. Oh, shit. Oh, shit, da ist schon der erste Boss. Aber den böllern wir jetzt mit unserer Fähigkeit weg. Der wurde komplett zerstört. Okay, was haben wir hier? Oh! Wir können die Menge von Equipment erhöhen. Das heißt, wir hätten 2 Shurikens mehr und 2 Plasma-Discs mehr. Ich würde das mal probieren. Das ist natürlich ein Klassiker, aber ich will das Equipment ausprobieren. Jetzt haben wir nochmal 2... Oh mein Gott, wie viele Shurikens ich jetzt habe. Holy shit! Ich meine so, die 100% Waffenschaden sind wahrscheinlich das Effizientere gewesen. Weil wir halt so viel böllern, aber ganz ehrlich, das ist ja langweilig. 100% Waffenschaden, das ist ja einfach nur Stats-Erhöhung. Ich will hier einfach mehr Shit auf dem Bildschirm haben. So wie es sich gehört. Und hier irgendwo haben wir noch einen Drop auf der Map, den sollte ich mir wahrscheinlich auch mal eben holen. Hier unten haben wir irgendwo noch ein Airdrop, weil das sind manchmal Gratis-Level und so. Das kann man sich auf jeden Fall immer mitnehmen. Das wäre dumm, das liegen zu lassen. 12% Crit-Chance ist auch ganz geil. Kritten natürlich einfach mehr Schaden. Nimmt man immer mit. Und hier haben wir Ice Ring. Gut, das friert einfach mal alles ein.
Kann man machen. Oh, das Geböller in dem Game ist schon echt nice. Es fühlt sich auch sehr smooth an, muss ich sagen. Also das ist auch wieder eins dieser Games. Es gibt so, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Es gibt so Horde Survival Games, die fühlen sich nicht ganz so smooth an. Gerade wenn viel auf dem Bildschirm passiert. Und ich muss sagen, Greedland ist so eins von diesen Games, das ist, selbst wenn alles den Bach runtergeht und übel viele Gegner auf dem Bildschirm sind, es fühlt sich immer sehr, sehr smooth zu spielen an. Und das finde ich besonders wichtig. Und jetzt kommen hier blöderweise Fernkampfgegner, denen es manchmal echt schwierig ist auszuweichen, weil man das nicht sieht in dem ganzen Getümmel, was die schießen und wohin die schießen. Das macht es manchmal ein bisschen schwierig. Wir könnten uns Rüstung mitnehmen, aber ich will eigentlich mehr mein Equipment leveln. Cooldown von Skills reduzieren ist auch geil. Ich glaube, das reduziert auch den Dash-Cooldown. Was war das hier? Clusterbomb. Oh, shit. Ah, genau, jetzt fallen hier irgendwelche Bomben vom Himmel, die einfach die Gegner wegsprengen sollen, die da reinlaufen. Kann man auch machen, auf jeden Fall. Aber hier noch ein bisschen heilen. Und wir könnten uns Lebensregeneration mitnehmen. Das ist eigentlich ganz geil. Dann ist man nicht so viel auf Heilung angewiesen, weil man da immer hinlaufen muss. Immerhin bekommt man angezeigt, wo die Heilung ist. Das ist ganz nice. Und wir könnten jetzt theoretisch mit dem, was wir gesammelt haben, wieder zurück zu unserem Drop-Pod und da nochmal reingucken, ob wir da vielleicht was Geiles haben. Ein paar mehr Leben? Ja, komm, wenn wir mal Schaden kriegen, ein bisschen mehr Leben haben, weil die Gegner hier schon echt heftigen Schaden rausknallen. Und langsam wird es auch ein bisschen voll, muss ich sagen. Ah, nochmal eine Clusterbomb ins Gesicht. Kann man auf jeden Fall machen. Und wir kriegen den nächsten Electric Shuriken, einer mehr. Das heißt, wir haben die beide jetzt auf Level 6, also beide noch zwei Level leveln. Und dann, glaube ich, noch das ultimative Upgrade mitnehmen. Oder irgendwie, oder auf Level 7 leveln und auf Level 8 ist das ultimative Upgrade irgendwie so. Und dann haben wir es freigeschaltet und dann will ich komplette Bildschirmzerstörungen sehen. Wir drehen hier einfach mal und versuchen jetzt Plasma Disc zu kriegen. Nice, dann ist die auf Level 7. Das seht ihr übrigens hier unten links in der Ecke immer, mein Equipment und so, mein Loadout. Für alle, die das weiß. Ich gehe mal davon aus, dass gar nicht so viele Leute das Spiel wahrscheinlich kennen, weil damals, als ich es gespielt habe, hatte ich natürlich auch noch nicht so viele Leute, die hier vielleicht mal reingeschaut haben. Evolution, nice! So, wir können die Plasma Disc evolutionieren. Dann wird es jetzt permanent um uns herum fliegen. So, oh, Baby! Oh, da war ein Elite-Gegner, ja, der ist jetzt tot. So, und jetzt können wir uns versuchen. Komm schon. Jawohl! Ein Level auf dem Shuriken noch. Deswegen erkläre ich noch so ein bisschen die Basics, damit vielleicht, falls ihr das Spiel noch nicht gesehen habt, ihr da so ein bisschen durchsteigt. Und jetzt wird's übrigens ziemlich voll. Yo! 25% Leben. Wir könnten neues Equipment mitnehmen. Wir könnten die Orbitalkanone mitnehmen. Ach komm, wir nehmen die Orbitalkanone mit. Und wir nehmen einfach nochmal die Orbitalkanone mit. Da schießt einfach manchmal random vom Himmel jetzt so ein fetter Laser und böllert alles weg. Nein, ich will jetzt meinen Evolve. Komm schon, gib mir den Evolve bitte. Und jetzt wird hier wirklich durchgestetzt. Also ihr seht jetzt, wie unglaublich viele Gegner hier kommen. Nein, jetzt kriege ich nur Orbitalkanone. Thunder Shield, was ist das denn? What? Thunder Shield, das kenne ich noch nicht. Das ist auch ein neues Power-Up, das habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, das beschützt uns vor Schaden, aber da uns eh keine Gegner berühren können aktuell, ja, war es jetzt ziemlich sinnlos, aber warum nicht? Nein, ich kriege das Upgrade nicht. Ich kriege hier die letzte Version vom Shuriken irgendwie nicht. Habe ich gerade echt Pech. Wir haben nämlich auch keine Rerolls mehr. Da habe ich jetzt einfach Pech gerade. Force Field könnten wir auch mitnehmen. Das macht Gegnern um uns herum Schaden. Das ist auch ganz lustig. Das ist jetzt noch relativ klein natürlich am Anfang, aber das kann man ziemlich groß machen. Und holy shit, wir leveln jetzt einfach auch nur permanent ab. Warum kriege ich das Ding für den Shuriken nicht? Da muss ich wohl gerade extrem Pech haben, weil eigentlich müssten wir das jetzt bekommen. Ja, ich habe extremes Pech, so wie es aussieht. Einfach gönnt einfach gar nicht, hä? Okay, sehr, sehr sonderbar.
Okay, das ist jetzt echt komisch. Warum kommt der Shuriken nicht? Eigentlich müsste man den auch upgraden können. Vielleicht habe ich auch was falsch gemacht. Vielleicht funktioniert das irgendwie anders, als ich dachte. Vielleicht muss man beide auf Level 7 haben und dann irgendwas Besonderes machen, dass man die evolven kann. Aber das würde ja nichts daran ändern, dass ich den Shuriken alleine evolven kann. Magnetic Field ist sehr, sehr geil. Damit kriegen wir gesamte XP. Und wir haben einfach nur Pech gehabt. Evolution Lightning Blade. Okay. Nice. Irgendein Lightning Blade bekommen. 100% Schaden, während wir uns bewegen. Ah, wir haben hier noch ein Level. Da würde ich mal UAV noch mitnehmen. So, wie kann ich die jetzt kombinieren? Yo! Okay, das sieht ja mal übel geil aus. Ich hab's euch gesagt, Leute. Das Spiel hier ist Eskalation sondergleichen. Ich glaube, ich habe euch nicht zu viel versprochen, dass in diesem Spiel hier eskaliert wird. Also es ist so ein krankes Geböller einfach nur. Holy shit, jetzt müssen wir noch irgendwie den Scheiß kombinieren. Irgendwie das noch zusammenstopfen. Ich muss mich jetzt hier auch eigentlich gerade gar nicht bewegen, so schnell wie ich schieße. Wir lassen einfach mal alles liegen. Oh, oh, Moment, Moment, Moment. Da ist ein Gegner, den habe ich nicht gesehen. Elite-Gegner. Shit, der ist auch einfach auf mich draufgelaufen. Hat den gar nicht interessiert. G-Kristalle, XP-Pickup, Attack-Frequency. Ich nehme nochmal XP-Pickup. Da müssen wir uns echt gleich gar nicht mehr bewegen. Alter, wie ich jetzt hier gerade rausböller. Okay, so ein dicker Kristall, dass wir uns einmal heilen. Dann gehe ich jetzt nochmal bei unserem Schiff gucken, ob wir da irgendein geiles Upgrade haben. Movement Speed der Gegner verlangsamt. Ein Airdrop. Na, ich will irgendwas Krasses. Den Schaden den Gegnern nehmen. 100% Schaden für Equipment. Okay. Und Gegner nehmen mehr Schaden. Das war's, würde ich sagen. Wir haben absolut kranken Equipment-Build und die Gegner kriegen jetzt 100% mehr Schaden von Equipment. Oh, 100% Schaden, wenn wir uns nicht bewegen. Okay. Das ist ein Argument, ich bleib stehen. Junge, ich bin einfach nur noch eine Rakete. Ich bin die lebende Rakete, Mann. Junge, wie das eskaliert. Das ist einfach nur krank, dieses Spiel. Overlord, oh mein Gott, jetzt ist vorbei. Oh mein Gott. Crit nehme ich noch ein bisschen mit. Holy shit. Ja, ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall relativ stark unterwegs und ich habe die Map auf die schwerste Einstellung gestellt und wirklich alles so schwer wie möglich gestellt. Gut, ich habe die Airdrops nicht ausgemacht, das hätte es noch ein bisschen schwieriger gemacht, aber ich finde die Airdrops halt lustig. Ohne die finde ich es ein bisschen blöd. Deswegen habe ich die angelassen. Kritischer Schaden geht hoch. Wie kombiniere ich die jetzt? Die beiden. Das ist jetzt die Frage. Muss ich da einfach nur Glück haben mit einem Upgrade? Oder funktioniert das irgendwie anders? Weil freigeschaltet ist es auf jeden Fall. Ich scheine nur gerade kein Glück zu haben. Wir nehmen mal den Backwatcher. Das ist eine Pistole, die einfach um uns herum ballert. Oh mein Gott, Lightning Boomerang. Okay, wir haben die Fusion. Infinite Plasma Disc, Lightning Bait, Lightning Boomerang. Oh mein Gott. Ich bin gespannt, Leute. Yo. Okay, kann ich den jetzt noch weiter upgraden? Ist das krasser als vorher? Ich glaube, das ist nicht so schlecht, aber das ist schon relativ langsam, oder? Der gute Lightning Boomerang. Den kann ich jetzt nochmal aufgraden. Oh, den kann ich nochmal. Der ist ja für mich auf Stufe 1, oder? Den müsste ich jetzt noch weiter leveln können. Oh mein Gott, jetzt wird es sehr, sehr voll hier. Multiple Shots. Okay, zwei Schüsse mehr. Ah, wir können den weiter leveln. Ah, okay. Wie geil ist das denn? Ah, okay. Das heißt, der ist dann erstmal gar nicht mal so krass. Aber wir können den dann einfach später richtig krass leveln. Und holy shit, wie viel Zeug ist denn jetzt hier bitte gerade? Komme ich hier irgendwie raus?
Wir machen mal UAV-Damage hoch. Ich würde echt gerne zurück zu meinem Pod gehen. Okay, wir müssen ja einmal unsere Superfähigkeit aktivieren. Wenn ich jetzt hier die Plasma-Disk hätte, wäre das tatsächlich besser als das, was wir gerade haben. Ist ein bisschen das Problem gerade, dass ich jetzt hier auf 50% Schaden Flight Distance, wir nehmen Schaden mit, dass ich das Ding jetzt nochmal hochleveln muss, ist ein bisschen ein Problem tatsächlich, weil das jetzt nicht so stark ist, wie es natürlich sein könnte. Und die Plasma-Disk war schon ziemlich heftig. Ja, ich habe euch nicht zu viel versprochen mit vielen Gegnern auf jeden Fall, glaube ich. Light Distance, wir backen jetzt alles in den Lightning Boomerang rein. Wirklich alles. Und ich hoffe, dass ich das hier irgendwie überlebe. So, ich hau nochmal meine Fähigkeit raus. Damit wir hier wirklich maximale Feuerrate haben. Ich denke mal, den kann man wieder auf Level 8 aufwerten. Ich nehme nochmal UAV mit, weil wir einfach so viel Equipment Damage haben, sollten wir einfach weiter Equipments einstecken. Irgendwo ist hier noch ein Airdrop, da links ist noch ein Airdrop. Ice Ring, gut, ist okay, Gegner einfrieren ist ganz nice, aber ich hätte gerne... Oh, mehr Damage, let's go, 50% mehr Schaden, also Damage macht das Ding auf jeden Fall jetzt gut schon. Ich hätte gerne Level-Ups bei den Airdrops, muss ich sagen. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Ich bin froh, dass ich nochmal reingeschaut habe. Ein Backwatcher mehr oder mehr Vision. Wir könnten ein bisschen rauszoomen. Mit Vision kann man so ein bisschen rauszoomen. Das ist auch lustig. Wir haben noch 5 Minuten. Holy shit, wie soll ich das überleben? Das wird jetzt immer schlimmer werden. Und vor allen Dingen kommen gleich nochmal Bosse. Ich heb mir mal meine Fähigkeit auf. Ich weiß gar nicht, wann die kommen. Die kommen nicht bei 5 Minuten. Die kommen bei 3 Minuten oder so. Und zwar 2 Stück. Oder? Okay, da ist einer, der ist Level 1800. Okay, kann man mal machen. Können uns noch mehr Vision mitnehmen. Dass man ein bisschen früher auf die Gegner vielleicht reagieren kann. Gerade wenn die Bosse kommen, dass ich das früher sehe oder so. Das könnte man eigentlich machen. Feuerrate für unseren Backwatcher könnte man auch machen. Es kam jetzt schon länger wieder kein Shuriken-Upgrade mehr. Vielleicht sind die jetzt auch fertig auf Stufe 4. Aber nee, auf Stufe 5. Aber die sind hier unten fertig, wenn die so gelb leuchten. Deswegen müsste da eigentlich noch mehr kommen. Ich frage mich, ob die jetzt auch wieder einen Super-Upgrade haben. Okay, jetzt sind gerade die Gegner wieder ein bisschen weniger geworden. Das Spiel hat sich gedacht, ich übertreibe mal nicht komplett. Könnten ja vielleicht noch ein bisschen Kristalle einsammeln. Die kann man immer gebrauchen. Oh mein Gott, wie viel Schaden hat der mir gemacht? Ich habe auch gar keine Rüstung mitgenommen. Okay, ich muss echt aufpassen. Ich muss echt verdammt aufpassen, dass ich mich hier nicht gleich einfach komplett wegsprenge. XP Pickup Range. Ah, ja doch, komm. Na, sonst wird es nämlich übel. Ich versuche mal irgendwie Richtung Kristalle zu kommen. Ich aktiviere mal meine Fähigkeit, dass wir uns wieder ein bisschen hochheilen können. Was ist da hinten? Ein goldenes Fragezeichen. Was war das denn? Und ein Airdrop ist hier auch noch. Aber ich gehe jetzt erstmal zum goldenen Fragezeichen. Was war denn das goldene Fragezeichen nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Mercenaries Remains. 1600 G-Kristalle. Das ist die Währung, die wir eben für Meta-Progression brauchen. Ja, nimmt man mit. Geschenkt, sage ich nicht nein. Devastator, den hatten wir auch noch nicht. Wide Range Attack, die sofort alle gewöhnlichen Gegner tötet, aber nichts gegen Elite und Bosse macht. Okay. Oh mein Gott. Ja gut, killt halt alles auf dem Bildschirm sofort und wird wahrscheinlich relativ langen Cooldown haben. Also ich denke, da wird es dauern, bis wir den wieder einsetzen können. Wahrscheinlich sehr, sehr lange. Wir machen mal den Backwatcher. Attack Frequency und Penetration sind ganz gut. 4300 Damage mache ich gerade. What? Mit irgendwas mache ich 4300 Damage. Ich weiß nicht genau mit was. Oder? War das nicht 4300? Ich bin mir nicht sicher. XP Pickup Range. Ich nehme einfach übel viel Pickup Range mit. Ich muss mich jetzt echt nicht mehr bewegen, glaube ich. Und wir sammeln alles ein. Ah, da kommt ein Boss. Da kommt ein Boss. Da kommt ein Boss. Der ist nur ein bisschen stuck in den Gegnern zum Glück. Irgendwo ist hier noch ein zweiter, glaube ich. Irgendwo ist hier noch ein zweiter. Ich muss meine Fähigkeit aktivieren. Oh, da muss er jetzt ein bisschen aufpassen. Der wird nämlich kranken Schaden machen. Und der greift mich jetzt auch ein bisschen an. Aber wir haben ihn. Easy peasy. Wir kriegen wieder einen Hypercore. Und wir upgraden das mal. Bam. Alles weg. 50% auf jeglichen Schaden. Let's go.
Das ist noch einer, oh shit. UAV Range, Fire Rate, ich mach mal Fire Rate hoch, weil unsere UAVs auch guten Damage machen. Und der ist auch weg und wir kriegen von dem einfach 1200 G-Kristalle. Lightning Boomerang plus 1, das geht ja doch. Ich habe einfach nur Pech damit leider. Dass die relativ lange brauchen, damit ich noch mehr von denen kriege. Nochmal Vision hoch. Wir zoomen einfach immer weiter raus. Ich weiß nicht, wie oft man das kriegen kann. Noch ein Lightning Boomerang mehr. Jetzt reden wir doch hier. Und jetzt ist der auf Stufe 7. Mal gucken, ob der jetzt auf Stufe 8 nochmal ein krasses Upgrade bekommt. Da bin ich jetzt echt gespannt. Wir haben leider nur noch 2 Minuten, um es rauszufinden. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, das kommt, wenn es geht halt. Aber ich denke mal, es könnte sein. Alter, ist das jetzt hier gerade ein komplettes Durchgeböller. Einfach nur durch die Gegnermassen sich durchmähen. Ah, wir könnten den Orbitalschuss noch ein bisschen upgraden. Dass der öfter angreift. Der ist jetzt nicht so krass, finde ich, aber ist das Beste von den Sachen, die wir da haben. Man hat leider relativ wenige Rerolls, muss ich sagen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie man die freigeschaltet hat. Da kann man bestimmt noch mehr freischalten von Rerolls. Also ich denke mal, das geht schon irgendwie noch. 1 Minute 30 müssen wir noch. Hier, das mache ich mal weg. Oh mein Gott, wir können den nochmal evolven. Infinite Boomerang. Okay, jetzt wird's interessant. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die fliegen aus uns raus. Okay, das ist geil. Okay, das ist absolut geil. Wenn man stehen bleibt, ist das ja ultimativ gut. Und wir machen mal unsere Fähigkeit an. Ich bewege mich jetzt gar nicht mehr, außer es kommt noch ein Bossgegner. Junge, die Gegner können nichts machen. Ich habe einfach meine Todeszone erschaffen. Einfach meine ultimative Todeszone erschaffen. Kritischer Schaden noch. Komm, let's go. Wie lange muss ich noch? Ich sehe es gerade gar nicht. 38 Sekunden müssen wir doch. Aber ich sammle vorher, glaube ich, nochmal die XP ein. Nochmal ein paar Level mitnehmen. Warum nicht? Evolution, nice. Das können wir auch evolven, den Laser. Dann böllert der jetzt die ganze Zeit, glaube ich, aus dem Himmel und nicht immer nur so in Intervallen. Charging Time für unsere Super-Explosion. 23 Sekunden müssen wir noch. Attack Frequency, XP ist jetzt ein bisschen spät, muss ich sagen, wenn der Run schon fast vorbei ist. Aber diese geupgradeten Shurikens sind ja richtig, richtig geil. Und jetzt kommt unser Schiff. Und ballert alles weg. Wir können hier nochmal ein bisschen was mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Glaube ich. Ich glaube, man hat jetzt noch unbegrenzt Zeit, um hier nochmal den ganzen Scheiß einzusammeln, tatsächlich. Das heißt... Ich schieße aber jetzt nicht mehr, weil wir jetzt keine Gegner mehr haben. Aber wir können das, glaube ich, mit unseren Sachen noch zerstören. Ah, nee, okay, wir können es... Doch, wir können es auch zerstören. Okay, ich dachte, wir könnten es nicht mehr zerstören. Aber da keine Gegner mehr da sind, schießen wir halt nicht mehr und können jetzt eigentlich nichts mehr machen. Dann gehen wir mal. Mission complete. 66.000 G-Dollar, was auch immer das ist, und 8.300 G-Kristalle. Richtig, richtig nice. Das, würde ich sagen, war mal ein richtig dicker Haul. Ja, und was soll ich sagen? Greedland ist immer noch ein Banger-Game. Ich bereue es schon fast ein bisschen, dass ich so lange nicht mehr reingeschaut habe, aber... Wir haben zumindest mal den abgegradeten Super Boomerang gekriegt und ich muss sagen, der war dann auf den späteren Stufen schon ziemlich geil. Aber ich fand diesen, wo war er denn? Electric Shuriken eigentlich auch ganz geil, muss ich sagen.
Man kann die natürlich alle nochmal extra aufleveln hier, dann werden die deutlich stärker, das ändert natürlich auch nochmal was, aber jetzt auf Grundstufe waren die schon echt brauchbar. Und Waffen gibt es ja auch noch einige, die wir uns holen können, also es gibt noch einiges hier in dem Game und Titan Max bin ich echt gespannt, was das wird, aber das dauert wahrscheinlich ewig, bis das kommt, so wie es aussieht. Ja, aber das war nochmal ein Ründchen Greed, denn nach sehr, sehr langer Zeit, ich empfehle euch dieses Game, wenn ihr auf fettes Geböller steht, auf Grind, also wenn ihr nicht auf Grind steht, ist das ja kein Game für euch, da bin ich 100% ehrlich. Das hier ist ein grindy Horde Survival Game. Hier muss man schon 10-mal die gleiche Map spielen, um dann die nächste Map freizuschalten oder das nächste Equipment oder so. Und das kann schon ein bisschen eintönig werden, wenn man nicht der Freund von Grind ist. Mich persönlich stört das nicht, ich grinde gerne rein, vor allen Dingen im Stream oder so, da hat man was zu quatschen, da geht das halt ein bisschen chilliger. Ob ich jetzt alleine so viel gespielt hätte, weiß ich nicht. Aber ich finde, es macht vom Gameplay sehr viel Spaß, es ist geiles Geböller, es sieht gut aus und es wird noch besser werden. Also vielleicht ja für den einen oder anderen was und alle, die länger nicht mehr reingeschaut haben und es sich damals schon gegönnt haben, schaut vielleicht nochmal rein, probiert nochmal ein Röhnchen, weil Spaß macht es auf jeden Fall. Und damit würde ich sagen, ist praktisch unser Einblick mal wieder nach Greedland, die neuen Updates anzuschauen, auch vorbei. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Schaut gerne auf meinem Discord vorbei, da poste ich immer neue Videos oder Streams. Und schaut auch gerne auf meinem Zweitkanal vorbei, da findet ihr jetzt wieder regelmäßig Stream-Highlights aus meinen vergangenen Streams hier auf YouTube, wenn ihr euch nicht den ganzen 4-Stunden-Stream oder mehr reinziehen wollt. Und jetzt würde ich sagen, bin ich raus für heute. Habt noch einen ganz schönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao.